Folge 258 müsste es sein von Simotrans. Ja, wir müssen hier noch eine Linie umbauen, weil diese drei LKW, die sollen anders fahren wie diese hier, die jetzt da gerade die Bretter wegbringen. Das heißt, wir richten mal eine neue Linie ein. Das ist LKW, neue Linie. Und zwar starten die hier und fahren dann zur Möbelbude. Dahin. Gut, die machen 100% hier in Waldeck-Wald. Passt. Und fertig. Und das ist LKW Möbelfabrik. Möbel, Farben, passt, so wollte ich es jetzt haben, Schuss, gibt es, so jetzt müssen wir die anderen nur da drauf noch packen, das was falsch ist, das ist eine Fleischverpackung, also der nicht. Dann muss es der sein. Da ist nur ein einziger. Und das ist der. Alles klar. Dann muss der aber auf die andere Linie. Nee, andersrum runterscrollen. Möbelfabrik, Möbelfarben. Passt. Der hat passend geladen. Und wir hoffen, dass das so alles richtig läuft, oder? Also es ist nur ein LKW der die Möbel da hin und her bringt und die Farben. Jetzt lass mich mal überlegen. Der steht hier doch falsch, oder? Genau so ist es. Der muss ja gar nicht hier stehen. Der muss auf der anderen Seite stehen, oder? Ah. Das heißt, wir müssen die Linie ändern. Was hat denn der jetzt geladen hier? Farben, okay. Der wartet jetzt auf eine Farbe, die sowieso nicht kommt, weil die Möbelfabrik keine Farben haben will. Und das heißt, Linie ändern und wir müssen da runter und da rauf. Ich hoffe, jetzt ist richtig. Und jetzt muss er ja gleich fahren, oder? So sieht's aus, weil der muss die Möbel dahin bringen. Die Krux ist, dass der ja dann die Möbel bringt, aber wenn keine Möbel mehr sind, weil Farben fehlen, aber ich glaube, das passiert eher weniger, ne? Der bringt Möbel immer darüber, weil, ne? Hier ja definitiv mehr Farben gebraucht werden wie Möbel, oder? Also das wird schon klappen, denke ich mal. Müssen wir auch im Auge behalten, wie wir so vieles im Auge behalten müssen. Ne? Das Auge ist schon voll, ne? Kannst schon nichts mehr sehen, so blind bist du vor lauter Sachen. Okay, aber die produzieren doch gerade, ne? Oder? Ja, Bretter kommen ja jetzt an. Müssen wir mal gerade gucken, ob Möbel wurden gerade ausgeliefert, aber 20 Bretter sind noch da. Und Farben sind ja bei Weitem mehr. Das sollte schon klappen. Bretter sind 15, 14, 13, aber da kommen schon die nächsten. Also das wird schon werden, würde ich sagen. 9er, 8. Bei 8 kamen dann ein paar neue, aber soweit ist alles gut, würde ich sagen. Jetzt kommen noch die Farben und die Möbel müssen weniger werden, ne? Der muss jetzt voll Möbel zurückfahren, tut er auch. Passt. Gut, dann wollen wir hoffen, dass das so funktioniert. Wir gucken mal gerade hier rein, ob sich da schon was getan hat. Wir haben hier eine schwarze Zahl, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht mehr die letzte. 59,2 haben wir jetzt hier. Mal gucken zum Ende des Spiels, ob da was Besseres steht. Hier steht ja auch der Gewinn. Betriebsgewinn. Ja, sieht alles gut aus, glaube ich.
Wir müssen aber trotzdem weiter optimieren. Gut. Was ist denn hier jetzt los eigentlich? Stein ist da, Sand ist da, Zement ist da. Und Betonfertigteile werden produziert. Aber die werden nicht abgeholt. Das ist das nächste Problem. Wahrscheinlich ist das wieder auch so eine Geschichte, ne? Da müssen wir mal gucken, wer die Betonfertigteile transportieren kann. Bretter, Steine. Was ist das für ein LKW? Stück gut. Das ist Fleischverpackung, also das ist verkehrt, würde ich sagen. Zementbetonwerk. Ja, der muss fahren, ne? Das ist das Problem. Da müssen wir die Linie anpassen. Der steht in Waldeck, Wald für 100% und das funktioniert nicht. Kannst du erstmal mit 0 machen. Ist der das jetzt? Ja. Nee, der fährt Möbelfabrik an. Achso, ja, der bringt die Möbel hin und her. Der muss es sein. Der hat noch nichts gemerkt. Ja. Und wo ist die Fleischfabrik? Die muss ja dann hier oben sein, ne? Auf diesem Weg. Bauernhof und Verpackungshersteller. Fleisch ist da, Vieh ist da, Verpackungsmittel ist da. Aber es passiert nichts mehr, weil hier voll ist. Keiner holt ab. Wer transportiert denn das Fleisch? Tja, wahrscheinlich keiner hier, sondern da drüben, ne? Oder warte mal, wer ist da oben noch im... Hier steht doch noch einer. Jetzt haben wir noch einen Zeppelin erwischt, ne? Jetzt müssen wir mal gerade gucken, Fahrzeugdetails, ob der Haltlänge ist 1, das passt. Ich muss nochmal da rein. Der müsste doch jetzt fahren, oder? Der hat Fleisch geladen. Hier gibt es auch Fleisch. Ah, stopp. Hier ist aber nichts mehr. Warum wird nicht angeliefert? Weil kein Abnehmer mehr da ist. Okay, das Fleisch muss ja irgendwo hin. In die Gastwirtschaft. Die ist voll wahrscheinlich dann. Ja, könnt ihr mal da eine Party machen, dass das mal weniger wird? Es wird tatsächlich nichts abgenommen hier, ne? Warum verrindert sich das denn nicht hier? Ist von allem was da. War das gerade 747 und jetzt nur noch 746 oder habe ich da jetzt nicht aufgepasst? Mal gucken, wenn es 45 wird. Ob es 45 wird, ist die nächste Frage, ne? Fleisch isst keiner. Ist gerade keine Saison. August, da wird doch gegrillt, oder? Ja, doch, es geht runter, aber ganz, ganz langsam. Okay, dann ist das so. Dann ist klar, dass da nichts passiert. Ist aber soweit wohl richtig. Und wer steht hier noch? Das Vieh für den Schlachthof kommt natürlich auch nichts an, weil Schlachthof schon voll ist. Ja. Alles ist da. Und die Gastwirtschaft ist nicht am Verkaufen. Der steckt fest. Okay, da mal Knoten. Der wartet auf den. Okay, der wartet auf den, der wartet auf den, der wartet auf den. Ah, das ist jetzt hier falsch gelaufen. Der möchte auf ein freies Gleis, was es jetzt nicht gibt wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich muss hier hinklicken, genau. Also hier passt was nicht. Wo will der denn hin?
Ah, da und da, aber der dritte ist jetzt hier auch noch. Da könntest du doch hinfahren, ne? Wie kriegt man das hin, dass das funktioniert? Muss man ganz schön umbauen, wenn, ne? Geht das oder geht das nicht? Nee, der hält immer da an. Da ist doch ein drittes Gleis. Warum nimmst du nicht das dritte Gleis? Sag mir das. Gut, dann machen wir das. Ah, ist ja offen. Ändern wir mal die Linie gerade. Das ist Hardex ein Chemiewerk hier, ne? Ist da drüben. Ach, da ist auch noch mal. Okay, das bedeutet, diesen Halt fügen wir mal ein, auch da drüben. Und das müsste jetzt der richtige sein, ne? Ja, und den nehmen wir jetzt mal weg. Löschen wir den mal raus. Ja, steckt fest, wissen wir. Der war hier. Kriegt gerade das. Und jetzt kriegt er wieder das. Und jetzt sollte das doch eigentlich funktionieren, oder? Ja, jetzt fährt er in das Glas rein. Frag mich bloß nicht, warum der da nicht von vornherein reinfährt, wenn er da Auswahl hat. So, jetzt ist der nächste Zug dran. Okay, der muss jetzt definitiv warten, wahrscheinlich, weil der andere da erst raus muss. Der ist weg, jetzt kann der aber fahren, ne? Macht er auch. Gut, ich glaube, den Stau haben wir dann aufgelöst, ja? Er wartet natürlich jetzt wieder, bis der da oben raus ist. Er müsste aber durchfahren, oder? Er fährt zurück. Und wenn der raus ist, fährt der. Okay, das hat sich dann aber auch erledigt. Dann ist unser Zug gleich schon wieder am Fahren. Jetzt fährt der von oben rein, oder wie ist das? Muss ja wohl. Der fährt jetzt weiter. Sehr interessant. Fährt er durch, oder was? Na? Ja, der fährt durch. Gut. Passt also. Was macht denn unsere Statistik hier? 3,2, das ist mehr geworden. 5, 59,2 war das. Okay, der Wert bleibt ja fast gleich. Ist ein bisschen gefallen. Aber hier hatten wir vorhin einen Betriebsgewinn 200.000. Jetzt sind wir bei 300.000. Also eigentlich müsste das trotzdem laufen, ne? Werden wir sehen, oder? So, wo müssen wir hin? Beladen, beladen. Was sind das hier beladen? Stück gut. Und der andere? Ich glaube, da schicken wir einen gleich nach Hause, oder? Den können wir hier gleich rausschmeißen, den brauchen wir nicht mehr. Weil der andere reicht. Wir brauchen nur einen Zug da. Ist die Frage noch, ob der hier richtig steht, ne? Hier reingucken. Farben sind nur 8 da, werden aber auch wahrscheinlich nicht gebraucht, weil überall alles voll ist. Aber hier kommt auch kein Öl hin. Wer bringt uns denn das Öl?
Hier ist aber auch nichts vorhanden und der steht davor und hat auch keine weitere Lieferung, aber da passt doch was nicht dann. Das ist der Baggersee, dann ist das das Ölfeld, ne? Hier ist voll. Da ist leer. Die Öllinie geht wohin? Ich glaube, da ist was falsch, ne? Wenn hier Riedenburg nur steht, wo ist denn der zweite Bahnhof, ne? Das ist ja nicht wahr, oder? Hä? Glaube, das passt nicht. Ach, freie Wegpunkte. Alles freie Wegpunkte. Sehr gut. Dann werden wir die freien Wegpunkte wohl mal überarbeiten müssen. Mach den mal zu. Wir nehmen den mal hier rüber. Ach, der kann hier unten bleiben. Wir gehen erstmal zu dem freien Wegpunkt und ändern den ab. Einfügen dort. Okay, das heißt, den können wir löschen. Dann dahin. Einfügen dort. Löschen können wir den. Und da haben wir den auf dem Rückweg. Kann auch wieder dahin. Einfügen, ja, ist jetzt auch egal, macht den einfügen und löschen wir den. So, fertig. Aha, siehe da, erste Fass ist schon voll. Zweite auch. Sehr schön gemacht, dass es hier farblich erst wird, wenn es voll ist, ne? Gut, gucken wir mal gerade, wo das ist. Das ist hier. Okay. Das heißt, das Öl vom Ölfeld läuft auch schon wieder. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo der andere landet. Und das ist wahrscheinlich hier, ne? Das sind aber Tierfuttergeschichten, oder wie sehe ich das? Hier ist Öl. Aber da liegen landwirtschaftliche Mittel, aber das ist nicht egal, die werden mit dem LKW abgeholt. Hier siehst du da, und der hat wahrscheinlich hier auch das Problem, dass da keine Linie mehr so richtig ist, ne? Nee, das ist sogar alles da. Okay. Dann bin ich mir da jetzt nicht sicher. Warte, den nochmal, der braucht das Öl, ne? Ja. Aber da ist ja... Es ist kein Öl hier. Das ist schon hier, ne? Ne, das ist woanders. Das ist hier. Das ist da. Das ist da und er wartet auf 100%, aber das ist so. Okay, ich weiß nicht, warum jetzt hier kein Öl ist, aber warte mal, es ist kein Öl da, weil am Hafen auch nichts liegt. Das bedeutet, die Bohrinsel war hier, oder? Die produzieren ja auch nichts. Obwohl, Öl ist da, aber es wird nicht transportiert. Die Chemiefabrik hat kein Öl, die müsste Öl haben. Die Raffinerie hat Öl, okay. Ich sehe schon, hier unten ist gerade wieder ein Knoten, den wir auflösen müssen. Hier stehen sie. Er fährt da nicht rein und der fährt da nicht rein. Was ist falsch? Halt ist hier. Wir müssen dieses Schild hier ändern, dass die nur von da reinfahren, ne?
Das macht vielleicht Sinn. So. Jetzt kann der nämlich. Und der da muss weg. Ist das da oder da? Das war da. So, er hat gelernt und er fährt jetzt oben rum. Ich glaube, jetzt könnte das klappen, oder? Reinfahren da und rausfahren geht natürlich auch da. Aber hier unten, da muss nur Ausfahrt sein. Das andere bringt es ja nicht. So, der fährt geradeaus tatsächlich. Da kommt der Ölzug. Der ist voll, sehr gut. Er kann anhalten. Fährt weiter, wie es sein soll. Wunderbar. Er wartet, kriegt grüne Strecke, aber... Sollte jetzt funktionieren, oder? Okay, da oben ist jetzt ein Stau. Was wir auf jeden Fall machen können, ist da noch ein Signal hinstellen. Hier vor der Abzweig. Ich weiß jetzt nicht, wo das Öl hin will, aber bestimmt nicht hier, ne? Das ist schon mal gut. Er fährt jetzt. Er fährt nach links, okay. Na dann. Sieht erstmal gut aus, oder? Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Wir müssen uns weiter um die ganzen Züge kümmern, wo die langfahren. Der fährt da rein, das ist sehr gut. Gucken noch einmal in unsere Statistik. 59,2, da sind wir wieder. Hier sind wir bei 450.000 und hier sind wir bei einer Marge von fast 5. Also läuft's erstmal. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.